Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Wir haben Besuch da unten. Den knöpfe ich mir jetzt erstmal vor. Bezieh dich! Wie kommst du nicht rein? WTFA. Er dreht da hier durch. Oh, haben wir es geschafft? Spinnenzombie. Gibt's mir was Besonderes? Nö. Okay. Nehmen wir erstmal Holz, 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 Holz. Oh, Holzrahmen. Zwei, ne? Macht er hier erstmal Stress, ey? Was ist denn mit dem los? Okay, die Ecken müssen schön gesichert sein. Der Rest ist erstmal egal. Hauptsache die Ecken. Darauf haben sie es anscheinend abgesehen. Oh, okay, wir haben die Nacht überlebt. Die rote Nacht der Nächte. Da krabbelt noch einer. Ich glaube, der gehört nicht mehr dazu. 30 Minuten ist auch vorbei. Den ganzen Stress. Können wir uns an die Reparaturarbeiten und Verbesserungen begeben. Also, ich sehe das hier alles so ein bisschen als Horde-Modus momentan, das Spiel. Es sieht so aus, als müssten wir uns dann immer vorbereiten. Die kennen unsere Schwachstellen und wir werden sie dann ausbessern. Und insofern, meine Verteidigung ist eigentlich so schon ganz gut. Ja, mein Freund, ich wünsche dir viel Spaß. Sie ist halt noch verbesserungsbedürftig, ne? Sagen wir es so. Aber an sich war das schon mal gar nicht so schlecht. Muss man schon sagen. So, direkt mal alles verbessern. Das war doof, Zombie. Das war doof. So, die äußere Grenze erstmal verbessern. Ist es immer noch nicht vorbei? 4 Minuten noch. Oder wird das jetzt immer so laufen? Oder wird das jetzt tagtäglich so der Fall sein? Ich habe das Gefühl, dass jetzt ständig sowas kommt. Das habe ich mir anders vorgestellt. Jetzt bin ich am Verhungern. Ist immer noch rot. Ich fand das so eigentlich vorher schon ganz gut. Oh mein Gott. Das Gefühl, jedes Mal, wenn Blitz kommt, kommen auch Gegner. Oder bin ich jetzt safe? So, okay. Was wir machen können, ist erstmal die Saatkartoffel nehmen. Und die anpflanzen. Wir brauchen nämlich mehr Kartoffeln. Viel mehr. Ne, kommt anscheinend nichts mehr. Gut, also entweder wird das hier jetzt jede Nacht so ablaufen oder
Alle 7 Tage. Dreck. Oh, ich kriege Trap Damage. Von wo wohl? Ich verliere ganze 20 Metall. Auf so einem Ding. Aber das ist es wert, Freunde. Das ist es wert. So, und wie gesagt, jedes Mal, wenn so ein Ding bei uns kaputt geht, ersetzen wir es durch so einen Zapfen. Ich finde die Zapfen eigentlich gar nicht mal so schlecht. Kann das mal aufhören? Oh Gott. Ich habe so das Gefühl, dass es ab jetzt einfach nur noch ums Überleben geht. Dass die ersten 7 Tage quasi einfach nur ein bisschen erkunden ist und danach halt überleben. Jede Nacht zu Hause verbringen. Und hoffen, dass sie nicht durchkommen. Aber nicht mit mir, Freunde. Ich mache euch platt. Ich mache euch kalt. Ich muss auf jeden Fall viele Federn finden. Weil gerade ist so viel schief gegangen, einfach nur, weil ich keine Federn hatte. Einfach nur deswegen. 6 Punkte habe ich derzeit. Es ist immer noch so rot. Wann hört das auf? Ich habe das Gefühl nie. Ich glaube, es hört nie auf. Gut, bauen wir erstmal. Wo habe ich das gefunden? Stachel? Was war das gerade? Stacheldrahtknüppel. Ach komm ey, geschmiedetes Eisen für den Arsch. Aber mir wurde ein Tipp gegeben und zwar muss ich mich ins Braune begeben, das ist hier direkt bei mir zu Hause, und hier schaufeln. Ja, da kriegen wir Clay ohne Ende. So, wenn wir hier schaufeln, dann kriegen wir bald schnell den Ofen. Jetzt habe ich natürlich mein ganzes Eisen verpfeffert, aber ich kann ja in die Stadt gehen und Neues holen. Ich nehme einen Schraubenschlüssel. Ein bisschen Eisen kriege ich da zusammen. Zumindest um eine Eisenaxt zu bauen, um besser Sachen abzumachen. Jetzt geht's langsam voran, Freunde. Jetzt geht's langsam voran. Das Problem ist, ich darf den Zombies auch keine Lösung geben, um zu mir nach Hause zu kommen. Weswegen ich nicht zu tief graben darf. Und auch nicht zu nah dran. Und ich möchte als nächstes gerne mal irgendwie meine Leiche wieder finden, aber ich glaube, daraus wird nichts. Ich glaube, das wieder zu finden wird sehr schwer. So. Vor allem, ich brauche 500 und das nicht Clay, sondern Lehm. Das heißt, wenn ich jetzt hier Clay eingebe, Lehmklumpen. Was habe ich denn hier? Ach, Lehmklumpen direkt, ohne Clay. Okay, ja gut, dann ist das easy. Dann kriegen wir das hin. 500 Stück davon. Und dann sammeln wir Steine. Dann bauen wir uns diesen Brennofen. Sand. Und dann bin ich glücklich. Level up. Sehr schön. Das wünsche ich mir doch. Ups. So, ich muss mal gucken, wie viel ich habe. 500, ey. Ein Desaster. Dass man so viel zusammensammeln muss, ey. Ich schaufel. Das Wetter ist normal geworden. Oh, schön. Kein Rot mehr. Oh. Ich habe schon gedacht, ich bin jetzt für immer verloren, weil irgendwie ein Tag und Nacht mal sowas kommt. Weil ich glaube, es ist wirklich alle 7 Tage. Das heißt, mit Tag 14, also in der Nacht von Tag 14 auf 15, müssen wir wieder aufpassen wahrscheinlich.
Dann muss ich mit allem durch sein. Dann muss ich mein Safe Room haben, mein Panic Room sozusagen. Nahrungsvorräte vielleicht beschaffen für die Nacht. Wenn man das Spiel so betrachtet, wie dass man halt sich wirklich vorbereitet auf einen bestimmten Tag, dann macht das echt extrem viel Spaß. Weil jedes Mal musst du dir halt was Neues ausdenken, neue Fallen aufstellen, Minen aufstellen, damit die da durchlaufen. Und wenn ich mir so die Spinne angucke, die war echt creepy. Die wollte es mir echt nicht leicht machen. Und wenn mehr davon kommen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will gar nicht wissen, was noch kommt. 400. Wir haben es bald. Weißt du was? Wir verschrotten mal die Schaufel, zerlegen. Und dann holen wir uns eine neue Schaufel. Steinschaufel. So. Ist doch gleich viel effizienter. Vierhundert. 50 haben wir jetzt. Komm, nur noch ein paar. Dann das Holz und die Steine zusammenbringen und alles ist gut. Okay. Perfekt, guckt es euch an. Alle aufgespießt. Oh mein Gott. Ja, dein verdorrtes Zeug kannst du behalten. Wobei, Essen. Ja gut, daraus kann ich nichts machen. Dabei habe ich so einen Hunger. Jemand was Ordentliches dabei? Wieso ist das hier komplett auseinandergebaut? Das nicht weitergeschafft oder was? Na gut. Knochenbruch. 1 Stunde 27. Ja gut, momentan, so wie ich aufnehme, sind es eher 4 Folgen. Gut, wir haben für die Schmiede. Ich brauche Clay dafür. Okay. Lehmklumpen. Ach, 15. Ach, der Blasebalg. Oh mein Gott, ey. Ah, 500. Sehr, übertreibt's mal wieder. Ich brauche den Blasebalg. Scheiße. Okay, hat sich erledigt. Habe ich auch auf dem Kasten. So, Favoriten. Was brauche ich immer? Pfeile. Favoriten. So. Sehr schön. Läuft doch, Freunde, läuft doch. Bald bin ich auch wieder kerngesund. So, Favoriten. Wo ist denn der Rest? Ach so, okay. Ich verstehe. Kurzes Eisenrohr müssten wir eigentlich mehr als genug haben. Ich brauche noch 4 Steine. Eins. Zwei. Wir machen mal ein paar mehr als 4 Reserve und so, ihr wisst Bescheid. Wenn ich nachher nichts reparieren kann, ist auch doof. So. Wie viele Steine habe ich jetzt? 59, 60, so. Brauche gerade Zahlen. Mathematik und so. Okidokili. Da muss ich mir irgendwas für die Tür noch einfallen lassen, dass ich über die Tür sichere. Irgendwie. So, ich kann aus Kaffeebohnen Samen machen, um dann wieder Kaffeebohnen rauszubekommen.
ohne groß Gewinn dabei zu machen. Hä? Wie logisch ist denn das? Eigentlich müssen wir in die Stadt, ne? So, was wollte ich machen? Ah, der Schmelzofen, der war jetzt momentan erstmal das Wichtigste. So, Eisen. Oh, ich habe einen Amboss. Woher habe ich den denn? Ach, der kann gar nichts. Kann ich nur zerlegen. 150, oh? Das ist so einiges. Genau. Favoriten Schmiede. Blasebalg. Blasebalg. Gut. Leder und Holz. Das heißt, wir holen jetzt unser Leder hier raus. Und dann produzieren wir erstmal einen Blasebalg. Und dann die Schmiede gleich hinterher. 33 Sekunden. Oh. Ja, ich weiß, Hunger. Kann nichts machen. Was soll ich machen? Ich habe nur verrottetes Fleisch. Zumindest kann man damit irgendwas anfangen. Oh, okay, Eisenbruchstücke. Stimmt, zur Not habe ich immer noch mein Dynamit. Schmiede. Gut, das bauen wir mal unten hin. So schön in der Ecke hier. Keine Horde, bitte nicht. Ich musste mich auch hier hinstellen, ne? Damit die das schön sehen können, dass ich da bin. Egal. Was sollen die machen? Die kommen da nicht durch. Man hört sie nur kaputt gehen, ey. Ihr kommt da nicht durch, ihr Lappen. Na, ist jetzt Ruhe. Verdammt, ich habe noch einen angelockt. Ich hoffe, dass es sie vernichtet. Oh. So, wir haben unsere Schmiede. Platzieren wir sie mal dahin. So, auch da brauchen wir wieder Holz und ein Amboss. Warum? Halt's Maul da oben. Was ist denn los mit dir? Hast du kein Benehmen oder was? Lol, der steckt fest. Dem Rest geht's gut, ja? So also gut wie es einem gehen kann. Naja. Ah, ich hab den Amboss gefunden. Warum? Zero. Eine Minute hättest du warten können. Eine Minute. Aber nein, oh, ich hab einen Amboss, den mach ich kaputt. So, kann ich aus dem Lehmklumpen Rezepte? Kann Pflasterstein machen? Wie mache ich denn Clay? Kann den nur fallen lassen. Wie kriege ich den Clay hin? Geht das auch hier in der Schmiede hin? Okay.
Lehm ist ein wichtiger Rohstoff beim Schmieden und wird mit braunen Punkten auf der Karte gekennzeichnet. Und ich war zu blöd, das zu lesen. Er wird entlang vom Wasser in der Erde gefunden. Ich war da zweimal drauf und ich habe es nicht. Zero, mehr lesen. Viel mehr lesen. Frage ist, wie ich Clay bekomme. Hat sich der Kleine jetzt beruhigt? Wie komme ich jetzt an Clay ran? Ist das nicht dasselbe? Also, um einen Gegenstand, ein Rezept oder einen aktiven Effekt genauer anzusehen, Linksklick, also das ist nichts Neues hier. Das, weiß nicht mehr, was das ist. Duschglasblock. Ich brauche überall Clay. Habe ich doch nicht. Es muss irgendwie einen leichten Weg geben, das zu machen. Und im Endeffekt kann ich hier nicht viel machen. Was ist eigentlich mein... Da, geschmiedetes Eisen. Ich kann einen kleinen Stein herstellen. Das ist Stein. Wird in vielen Rezepten benutzt, darunter Steinäxte, Lagerfeuer und Pfeile. Er kann geworfen werden, um Zombies abzulenken. Und ist ein Grundstoff beim Schmieden. Aber... Was soll ist das? Wie komme ich denn jetzt an, wie komme ich an diese kleinen billigen Rohstoffe ran? Ukilidokili, Journal, Zementmischer, Forges. Forges are used to smelt metals and resources to craft recepts. Recepts can only be crafted at the forge using the smelted resources, not items from your inventory. Unlock more. Rezepts in the Forge by adding an Anvil. Hast du dich gesehen? Hold E to pick up Workstation within your land claim area. Okay, okay, ja, das bringt mir Scheiß. Clay. Na gut, gehen wir erstmal in die Stadt. Also. Keine Ahnung, wie ich an Clay rankommen soll. Weiß es einfach nicht. Vielleicht werden wir es eines Tages herausfinden. Nur nicht heute. So, obwohl, so. Karte gucken wir uns gleich an. Ich mache das jetzt nur zur Sortierung. So, okay, gucken wir uns mal die Karte an. Lesen. Wenn du diese Notiz gefunden hast, dann ist heute vielleicht dein Glückstag. Ich wurde von einer dieser Kreaturen gebissen und das Fieber hat schon eingesetzt. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit, aber bevor ich mich verwandle, kann ich zumindest jemandem helfen. So, wie es Gott gewollt hätte. Mhm. Wenn es Gott gewollt hätte, hätte er dich gar nicht erst beißen lassen. Falls es noch einen Gott gibt. Darum hinterlasse ich dir diese Karte, die ich zu einer meiner vielen vergrabenen Vorratstruhen führt. Auf ein neues Leben, Sarah. Abwurfdingen. Habe ich das geschrieben? Scheint so. Wo ist dieser komische Schatz? Da drüben. Oder kann ich hinlatschen? Komm, gehen wir mal hin. Oh Mann, und wir müssen E-Feder finden. Ist das dein Ernst? Wo kommst du denn her? Ich habe vergessen, ich bin ja nicht so schnell momentan, ne? Muss echt aufpassen. Und vor allem Federn finden. Ein Cheerleader, wie süß. Schon immer ein Cheerleader zum mich verprügeln. Na gut. Muss auch bald wieder einen neuen Bogen herstellen. Ich mache das jetzt am besten, bevor mir der auseinanderbricht, wenn es gefährlich wird.
Bogen zerlegen und dann stellen wir uns einen neuen Bogen her und dann passt das schon. Was sind denn hier so viele Zombies? Was soll denn das? Kleiner Stein, zack, zack. Also ich muss sagen, in diesem Spiel kommt man von einem Rätsel zum nächsten. Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Man weiß es einfach nicht. So. Holzknüppel. Ist halt ein bisschen strange, ne? So, den reparieren wir auch noch mal. Obwohl, das hat sich gar nicht mehr gelohnt, ne? Ja, komm. Zerlegen wir den. Und dann machen wir eine neue Steinaxt. Wie viele Zombies jetzt hier rumschwirren? So, wieder ein. Ja, ich weiß, du hast Hunger. Vielleicht sind bei den Vorräten noch Essen dabei, man weiß es ja nicht. Das wäre auf jeden Fall cool. So. So. Immer schön Holz mitnehmen. Werden wir nämlich gebrauchen können. Ach, das gibt auch Holz? Zwar nur einen, aber nö, drei sogar. Cool. Fetter Zombie, fernhalten von. Scheiße, ich vergesse immer wieder, dass ich so langsam bin. Ja, fall doch um! Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Stirb doch! Meine Fresse, mein Auge juckt. Oh mein Gott. Okay. Ich brauche viel mehr Steine, ey. Na gut, Freunde, ich sehe auch schon, dass die Zeit vorbei ist. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.